Beim Wetter gibt es eigentlich immer was zu meckern. Nicht nur, dass es zu nass, zu trocken ist, aber auch bei den Temperaturen hört man immer wieder Klagen. Es ist zu kalt, es ist mal zu heiß und es gibt wirklich nur einen sehr, sehr schmalen Bereich für viele von euch, wo es wirklich perfekt ist, nämlich um die 25 Grad. Das gilt auch für mich und diese 25 Grad, die bekommen wir am Wochenende und dazu geht mein Daumen auch nach oben. Für viele wird es ein schönes, ein sonniges Wochenende mit dem neuen Hochdruckgebiet Perryman. Der Samstag, der beginnt allerdings im Süden örtlich mit Nebel- und Hochnebelfeldern. Sonst strahlt in der Mitte und im Süden die Sonne, auch im Osten teilweise richtig schön, während es Richtung Nordsee dichtere Wolken hat, einzelne Schauer gibt. Die ziehen dann im Laufe des Nachmittags unter Abschwächung auch weiter in Richtung Ostseeküste. Sonst eigentlich in den meisten Landesteilen viel, viel Sonnenschein. Im Süden bildet sich aus diesem Hochnebel feuchte Kragen, bilden sich da ein paar flache Quellwolken, aber die bleiben auf jeden Fall harmlos. Wir sehen auf der Sonnenscheinkarte, dass es da doch teilweise bis zum Anschlag geht. Astronomisch möglich sind noch knapp über 12 Stunden. Die erreichen wir da und dort in der Mitte und im Süden. Im Nordwesten, da wird viel mehr Sonne abgezwackt. Da sind es an der Nordseeküste zum Beispiel nur 3 Stunden insgesamt. Und dort sind auch die Temperaturen am tiefsten mit maximal 18 Grad. Meistens auch knapp unter 20 Grad an der Ostsee und im höheren Bergland, sonst im Flachland über 20 Grad mit Spitzenwerten bis zu 25 Grad am Oberrhein. Das ist ein meteorologischer Sommertag noch einmal. Der Wind im Norden weiter kräftig unterwegs. Im Mittel sind es hier Stärke 4 bis 6. Im Süden ist er schwach und umlaufend. Das bedeutet, die gefühlten Temperaturen deutlich höher im Süden, etwas niedriger in der Küstenregion.